Seid gegrüßt, die Leather Naht, und ich möchte heute in dem Video mal meine Top-Charaktere vorstellen und auch die Builds, also auch die Skills. Zum einen für Leute, die komplett solo spielen im Battle.net und halt alleine von Level 1 bis 90 halt einfach durchpushen. Und auch für Leute, die in einer Gruppe spielen, da werde ich auch nochmal die, also ein paar ganz wichtige Charaktere für eine Gruppe vorstellen. Ich fange an mit den Solo-Charakteren und dort werde ich meine Top 3 vorstellen, aber auf Platz 3 sind 2 Chars, also sind es insgesamt 4. Und ich fange an mit der Top 1, also Platz 1, das ist die Zauberin, das ist ja kein Geheimnis, aber ich möchte einfach kurz auch nochmal zeigen, wie ich mit der so skille. Und zur Zauberin werde ich auch noch ein 10-Stunden-Video hochladen in 3 Teilen, wie ich mit der durchspiele. Also, es gibt hier 2 Möglichkeiten. Viele fangen mit Combo Blitz an, was auch sehr, sehr gut ist. Also das ist der beste Skill am Anfang, um schnell sich durchzukillen. Und dann wechseln sie später in Nova, skillen sich also hier so vor. Und dann irgendwann haben sie die Nova. Fangen außerdem an, hier noch einen Punkt in Frostnova zu skillen und Eisrüstung. Und dann rennen sie halt durchs Spiel, nehmen immer mal eine Frostnova und dann nutzen sie Nova. Aber das ist ein Bild, der mir nicht so ganz gefällt. Mir macht der nicht so viel Spaß. Man muss halt echt noch mehr Mana-Tränke trinken, als man eh schon muss. Deswegen habe ich einen anderen Bild, den ich lieber mag. Und der geht so. Ich fange in Normal an und skill einfach Feuerblitz erstmal hoch, die ersten 11 Level. Die Wärme, wenn man noch nicht viel Plus-Skills hat, bringt eh nicht so viel. Man muss unendlich Mana-Tränke nutzen, deswegen skill ich gar keine Wärme. Ich skill also Feuerblitz, solange bis ich Feuerball habe, und dann pushe ich einfach nur den Feuerball. Auf dem Weg mache ich irgendwann noch einen Punkt in Eisrüstung. Und bevor ich 18 bin, mache ich auch noch einen Punkt in Telekinese, damit ich auf Level 18 auch direkt Teleport habe. Statikfeld nehme ich erst dann einen Punkt mit, wenn ich bei Duriel bin. Das heißt, vorher nutze ich kein Statikfeld, weil das ja so eine kleine Reichweite hat. Das heißt also, ich push fleißig und bei Duriel bin ich meistens dann Level 21 oder 22. Ich bleibe also im Level, in Akt 2 bis zu diesem Level. Und dann geht es weiter und ich skill Feuerball komplett durch, bis ich in Albtraum bin. Also die Ballruns am Anfang mache ich auch noch mit Feuerball. Dort aber ganz wichtig, in dem Moment, wo ihr bei Ball seid, also ihr solltet schon vorher anfangen mit Statikfeld skillen, denn bei den Ballwellen 4 und 5 geht es deutlich schneller, wenn man ein, ich sag mal so Level 6, 7, 8, 9 Statikfeld hat. Wenn man das erste Mal gerade ankommt, da reicht so ein Level 6 Statikfeld, aber dann würde ich das auf jeden Fall immer bis 9 oder 10 pushen, da ihr halt keine Plus-Skills am Anfang habt, sind das dann einige Skillpunkte, aber trotzdem geht das dann schneller, weil ihr einfach auf normal die bis 1 HP runter mit Statikfeld bekommt und dann nur noch ein paar Feuerbälle nutzen müsst. Also es ist ganz, ganz, ganz wichtig, das Statikfeld hochzumachen, rechtzeitig. Wann ich immer bei Ball bin, ist ungefähr Level 28. Das heißt also, mit den ganzen Plus-Skills von Isual in Akt 4 solltet ihr schon anfangen, Statikfeld zu skillen. Und das Level von den Ahnen gibt es dann auch. So. Jetzt in Albtraum mache ich dann noch Gräfin-Runs und dort bleibe ich weiterhin im Feuerball, da ich ja ein Geistschwert baue und normalerweise muss ich ein paar Gräfin-Runs machen für die Runen. Ich bleibe also im Feuerball weiterhin und erst dann, wenn ich mein Geistschwert habe, denn davor trage ich ja ein Blatt-Runenwort für Feuerskills, aber erst wenn ich dann auf Rall-Ortal und auf Geistwechsel skill ich um, da nehme ich dann von mir aus auch jetzt den einen Punkt in Wärme mit, weil ich ja ein paar Plus-Skills bereits habe. Dann Telekinese, Teleport und ungefähr an dem Punkt so 6 Punkte in Statikfeld. Da ihr durch euren Helm plus 1 und durch die Waffe plus 2 bekommt, dann ist das Level 9. Und dann maxe ich Frostsphäre. Ich finde Frostsphäre beim Durchspielen deutlich besser als Blizzard. Blizzard ist also für mich erst ein Skill, den man dann deutlich später nutzt. Und ich skill aber jetzt nicht die Eisblitz-Synergie, denn sobald ihr jetzt wieder in Albtraum Akt 5 seid, solo, dort sind Harpien und die sind Kälteimmun. Das heißt, ich gehe dann, ich muss auch die Beherrschung noch gar nicht maxen am Anfang. Ich kann also 20 Punkte hier reinmachen und hier vielleicht 15. Es ist dann wichtig, dass ihr auch schnell den Feuerball hochzieht, um diese Kälteimmunen Harpien zu killen, damit ihr dann halt Ball killen könnt, also Ballruns machen könnt. Ein Punkt in Feuerbeherrschung und Feuerball einfach maxen, das ist der Weg. Und dann könnt ihr auch in Hölle, wenn ihr dann ungefähr Level 68 ist das, was ich immer mindestens hole, auch auf P1,
Und auf Hölle muss der Feuerball so hoch sein, dass ihr halt die Zombies killen könnt zum Beispiel oder andere Immune. Aber meistens ignoriere ich alles und gebe es Mephisto durch und mache einfach nur Mephisto-Runs dann mit Frostsphäre. Aber für die Quests ist halt ein Feuerball ganz gut. Für die Mephi-Runs könntet ihr dann nochmal umskillen in komplett Kältebild. Also auch dann die Synergie maxen. Und dort habt ihr aber auch dann die Wahl, Blizzard zu skillen. Ich finde auch für Mephi Frostsphäre ein bisschen cooler, weil ich den direkt kill, ohne ihn an die Kante zu locken. Und da finde ich Frostsphäre besser für. Schießen, einen Schritt nach rechts, schießen, einen Schritt nach links, schießen und so weiter. So, das ist die Zauberin. Und die ist für mich also der beste Charakter für Solo-Runs. Mit dem schaffe ich es in ungefähr im B-Net, nicht im Singleplayer, nach 10 Stunden Spielzeit bei Mephisto-Hölle mit Level 70 zu sein und ihn farmen zu können. Und das zeige ich auch nochmal dann in der Videoreihe. So, mein Platz 2 ist natürlich der Paladin. Und den spiele ich so, dass ich den durch Normal, soweit es geht, mit heiligem Feuer spiele. Und dafür skille ich am Anfang, wenn ich jetzt gerade ankomme, ich skille halt einen Punkt in Macht. Ich skille tatsächlich gar kein Opfer oder so. Man kann einen Punkt reinmachen, aber ich hole mir so schnell es geht einfach ein Zepter. Und das reicht vom Schaden. Und dann skille ich schon heiliges Feuer hoch. Nee, stopp. Das ist ja erst auf Level 12. Und zwar nochmal kurz umskillen. Nee, doch, wir machen das nochmal ganz kurz. So, jetzt nochmal korrekt. Ich mache Macht auf 1, hole mir ein Zepter und dann skill ich Widerstand gegen Feuer so hoch, bis ich dann endlich den Skill in Heiligen Feuer setzen kann und den kann ich erst auf Stufe 12 da reinmachen. Das heißt also, ich habe hier einen Punkt, hier habe ich dann, ich glaube es sind 9 Punkte, weil ich ja nicht 12 Skillpunkte habe auf Level 12, sondern nur 11, da ich auf Level 1 ja keinen Skillpunkt habe. Das heißt, ich müsste 9 Punkte drin haben und dann pushe ich Heiliges Feuer. Hier aber der ganz wichtige Hinweis, die Aura bringt euch ja hier noch gar nichts. Ihr habt also eigentlich nichts außer einen Punkt in Macht und ihr haut zu. Und ich mache so lange Gräfin-Runs, bis ich 12 bin und ich nehme aber diese Gift-Elixiere mit, die man ab Level 6 werfen kann. Und das ist mein Hauptschaden. Also ich werfe immer nur die Gift-Elixiere, renne im Kreis, haut zu und dann bin ich aber ratzfatz Level 12 und dann pushe ich nur noch Heiliges Feuer hoch. Und jetzt ist es euch überlassen, wie weit ihr mit Heiligem Feuer spielen wollt. Ich habe mit Heiligem Feuer sogar schon bis Albtraum Akt 4 gespielt. Das geht. Ich würde auf jeden Fall Akt 3 damit durchspielen noch. Und dann ist in Akt 4 so der Punkt, wo man auf jeden Fall auf Hammer wechseln kann. Weil die recht viel Feuerresist haben im Chaos Sanctarium. Und auch die Baalwelle 4 und 5 bekommt ihr so gut wie gar nicht mehr down mit Heiligem Feuer. Das heißt also, in Akt 4 könnte man dann schon auf Hammer den umskillen. Aber man könnte auch einfach die Welle 4 und 5 rausziehen. Dann einfach Baal killen. Also man kann die quasi rauslocken, einmal im Kreis rennen und dann kann man zu Baal und dann könnte man immer noch in Albtraum, dort level ich nämlich, bei den Gräfin-Runs. Und das geht dann immer noch mit Heiligem Feuer richtig gut. Das heißt also, ich mache keine Baal-Runs alleine mit dem Paler, so wie mit der Zauberin, sondern ich gehe sofort nach Albtraum mit Level 30 ungefähr und level dann in den Gräfin-Runs. Und die gehen mit Heiligem Feuer richtig gut, aber ihr könnt dann auch schon auf Hammer den vorher umskillen und das sieht dann so aus, ist keine Wissenschaft. Ihr wollt als erstes wirklich einfach den Hammer auf 20 pushen, bevor ihr Aura und so levelt. Stopp, ein Punkt in Konzentration nehmt ihr mit, weil die 60% natürlich viel sind. Aber bevor ihr Synergien levelt oder die Aura, macht ihr wirklich den Hammer einfach auf 20. Das ist erstmal das Wichtigste. So, und dann müsst ihr Synergien und Aura leveln. Ihr habt gesegnete Führung und Gedeihen als Synergie und ihr habt die Aura. Und der meiste Schaden entsteht so, indem ihr, und jetzt kommt die Formel, die Synergien müssen 12 Level höher sein als die Aura. Also die Summe der Synergien. Es ist egal welche, weil die beide identisch sind. Das heißt also, die Synergien müssten erst auf Level 12 sein, bevor ich anfange, weiter die Aura zu leveln. Also das könnte zum Beispiel sein, 6 Punkte in Gedeihen und 6 Punkte in gesegnete Führung, dann sind da 12 Punkte drin. Und ab dann levelt man abwechselnd. Ein Punkt Synergie, ein Punkt Aura. So habt ihr den maximalen Schaden. Ich mache das mal vor. Gedeihen hat das Problem, ihr braucht 3 Skillpunkte, um da hinzukommen. Aber es gibt euch natürlich sehr viel Tempo. Und Ansturm wird euch auch Tempo geben.
Aber machen wir es jetzt einfach mal so, dass ich tatsächlich Gedeihen nutze als Synergie, um einfach schnell zu sein. Das heißt also, hier sind jetzt 12 Punkte drin. In der Aura ist einer. Und ab jetzt würde ich dann abwechselnd Synergie und Aura leveln. Und ich habe vergessen, hier ist ja auch ein Punkt drin in der gesegneten Führung. Den muss ich ja auch noch mitbrechen. Das heißt, ich hätte gerade 15 Punkte in Synergie, 3 in Konzentration und dann sind genau 12 Punkte mehr in den Synergien. Und so skillt man den Hammerdien am Anfang. Und mit dem Hammerdien könnt ihr das Spiel dann blind durchspielen. Der braucht nicht mal Items. Ist auch super schnell. Mit dem kann man auch so nach... Also wenn man mit Leveln im Single, im B-Net, wenn man alleine das ganze Leveln noch mitnimmt, wobei ich ja keine Balance mache, sondern einfach durch das Spiel durchspiel und nur bei Gräfin-Runs Level, also die Aussage ist doch so, ich mache Runs, aber Gräfin und keine Ballruns, aber ich level immer nur bei Gräfin-Runs und dann bin ich auch Level 70 ungefähr nach 12 Stunden und kann Chaos-Sanctarium farmen. Also bei Zauberin ungefähr nach 10 Stunden war bei mir so der... die Zeit und bei Paladin so 12, 13 Stunden und dann könnt ihr schon Chaos Sanctarium farmen. Das ist also ganz klar mein Platz 2. Und jetzt kommt der Platz 3. Der teilt sich und zwar Necro und Druide sind die beiden und ich fange mit dem Necro an. Die sind auch extrem einfach beim Durchspielen und können auch mit ganz wenig Budget Chaos Sanctarium farmen. Also Zauberin farmt Mephi, Paladin farmt Chaos Sanctarium. Und der Necro und der Druide, die ich jetzt zeige, die farmen auch beide das Chaos-Sanctarium. Den Necro fange ich so an. Ich skille Zähne am Anfang. Das ist mein einziger Damage-Skill. Ich nutze Zähne. Und nur bei Andariel fange ich dann nochmal an, was anderes zu benutzen. Und zwar mache ich dort einen Punkt in Lehmgolem. Den könnt ihr aber auch schon ein bisschen früher machen, wenn ihr einfach Bock habt, dass der euch ein bisschen dass er für euch ein bisschen tankt. Dann könnt ihr auf Level 6 auch den Lehmgolem skillen. Oder war das hier Level 12? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, es ist Level 6. Das ist Level 12. Das ist 18. Das ist 24. Das ist 30. Ja. So, aber Heiliges Feuer war, glaube ich, Level 12. Weil das auch von der Position ja in dieser Stelle war. So, und dann müsst ihr einen Punkt in Eiserne Jungfrau skillen vor Andariel. Und ihr macht nichts, außer immer nur den Golem zu zaubern und Eiserne Jungfrau. Und dann killt sich Andariel selbst. Und das geht durch normal komplett durch. Also Duriel killt sich selbst, Nephisto, Diablo und Baal könnt ihr alle so killen, indem ihr immer nur den Golem erneuert und Eiserne Jungfrau erneuert. Und dann macht ihr am besten noch einen Punkt in die Beherrschung später. Und das reicht vollkommen aus. Und ansonsten maxt ihr einfach Zähne, so lange bis ihr Knochenspeer skillen könnt auf 18. Und ich skill dann meistens, warte, wie viel sind das ungefähr? Das sind, ja, so 16, 17 Punkte oder so habt ihr in Zähne. Vielleicht ein bisschen weniger. Auf 18 habt ihr hier einen Punkt. Das heißt, ihr habt vorher 16 Skills zum Verteilen. Und hier habt ihr einen, hier habt ihr 1, 2, 3, 4. Also ihr habt Zähne auf ungefähr Level 12. Sowas Pi mal Daumen. Und dann fangt ihr aber an, den Knochenspeer hochzuziehen. Und ich maxe nicht die Zähne auf 20. Ich lasse die auf 12 oder 11, wie auch wie viel ich da gerade drin habe. Und dann maxe ich aber den Knochenspeer und steige auf Knochenspeer um. Und ich spiele nicht mit Kadaverexplosion auf Normal und auf Albtraum. Erst auf Hölle wechsle ich dann den Skillbaum nochmal ein kleines bisschen. Und vorher mache ich alles mit Knochenspeer. Hier ist jetzt nochmal wichtig die Synergie. Ihr habt ja hier 4 verschiedene Synergien. Aber die wichtigsten sind tatsächlich Knochenwand und Knochengefängnis. Und deswegen könnt ihr dann auch auf Albtraum einmal schon umskillen. Wenn ihr das wollt und die Zähne dann komplett weglassen, dann sieht das nämlich so aus, dass ihr Knochengefängnis maxt. Ihr braucht dann auch den Punkt in Eiserne Jungfrau nicht mehr und auch verstärkten Schaden braucht ihr erstmal nicht. Das heißt aber, ein Punkt in Lehmgolem und ein Punkt in Golembeherrschung würde ich immer mitnehmen. Und dann skillt ihr hier Knochengefängnis und Knochenwand, weil das Synergien für den Knochenspeer sind und aber auch Synergien für die Knochenrüstung. Die bekommt ja, wenn man sie levelt, 15 Absorb dazu, aber auch wenn man die Synergien levelt, bekommt sie 15 Absorb dazu. Also maxt ihr diese beiden hier und dann habt ihr auf einmal schon eine 620er Knochenrüstung und trotzdem ist euer Knochenspeer auch richtig heftig. Das ist so der Skillbild. Wenn ich dann auf Hölle ankomme, muss ich Punkte in verstärkten Schaden reinhauen und in Kadaverexplosion. Es geht vor allem darum, dass hier der Radius steigt. Das ist ja das Einzige, was hier besser wird.
Und die Kadaverexplosion bekommt relativ wenig Radius dazu beim Skillen. Das heißt, ihr müsst mehr Punkte da reinmachen als in den Fluch. Der hat zum Beispiel jetzt schon hier 5,3 Meter Radius mit 6 Skills. Und die hat mit 11 Skills gerade mal 6 Meter Radius. Und deswegen müsst ihr die Kadaverexplosion dann ein bisschen höher ziehen. Und natürlich bekommt ihr auch noch ein bisschen Plus-Skills vom Gear. Aber ihr braucht tatsächlich gar nichts anderes. Also auch den Punkt in Altern, den braucht ihr nicht. Ich habe das alles auch ohne gemacht, indem ihr einfach immer nur Knochengefängnis um die Bosse macht und Knochensperr benutzt, gehen die alle down. Also der Punkt ist nicht notwendig, weil der euch halt 3 Skillpunkte kostet. Könnt ihr weglassen, also einfach nur verstärkter Schaden und das hier hochziehen, so wie ich es gerade gemacht habe. Und damit kommt ihr auch dann im Chaos Sanctarium in Hölle zurecht und könnt easy farmen als Necro. Allerdings ist ein Hammerdien halt ein bisschen schneller. Also mit einem Necro dauert das dann ungefähr so 15 Stunden, bis ich wirklich Hölle Akt 4 am Farm bin. Bei mir war das ungefähr so. Also natürlich sind Speedrunner immer schneller, aber bei mir, ja, ungefähr 15 Stunden. So, und dann kommt der Druide. Der ist bei mir wirklich auf der gleichen Höhe wie der Necro. Und den spiele ich so, dass ich auf Normal mit Riss anfange. Natürlich fange ich erstmal mit Feuersturm an, damit ich auf Level 12 komme. Benötigte Stufe 12. Und das heißt also, ich spiele am Anfang hier ein bisschen mit Feuersturm. Nehme auch hier wieder die Giftelixiere mit. Das ist eigentlich bei jedem Charakter sinnvoll. Und dann bei Level 12, also ich habe hier von mir so ein paar Punkte drin. Könnt ihr euch auch aussuchen, was ihr hier spielt. Felsenfeuer oder Feuersturm, es geht beides. Und dann, sobald ihr Level 12 seid, wird nur noch Riss gepusht. Und ihr spielt euch durch Normal komplett durch mit Riss. Ihr könnt dann an einem gewissen Punkt noch hier einen Punkt in Eichbaumweiser nehmen. Wann das geschieht, ist eigentlich euch überlassen. Ihr könnt das direkt am Anfang machen, hier auf Level 6. Ist aber auch nicht notwendig. Ihr könnt es auch ein bisschen später machen. Den Punkt in Grizzly, den braucht ihr auch noch nicht am Anfang. Also normal, das ist ja erst Level 30. Ihr seid ja eh dann schon bei Baal, wenn ihr Level 30 seid. Und dann auch hier bei dem Druiden würde ich direkt nach Albtraum gehen und in den Gräfin-Runs leveln, statt Baal-Runs zu machen. Ist für mich einfach irgendwie so angenehmer gewesen, weil ich die Runen brauche. Und dann irgendwann, wenn ihr fertig seid mit den Gräfin-Runs, die mache ich auch immer noch mit Riss. Aber dann, wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr nochmal umskillen. Und dann geht es in diesen klassischen Elementardruiden. Also ab Albtraum, auch vor den Gräfin-Runs könnt ihr schon umskillen. Aber ich sag mal so, Level 40 ist halt der Punkt, wo ihr umskillen wollt. Ob ihr jetzt bei der Gräfin levelt und dann umskillt oder ob ihr Balwans macht, das ist natürlich euch überlassen. Aber so irgendwie 38, 39 ist so ein Level, wo ich dann erst umskill, weil der Hurricane ja auch ein Level 30 Skill ist. Und dann sieht das so aus. Ich mache dann auf jeden Fall einen Punkt in Grizzly. Einer reicht. Ein Punkt in Eichbaumweiser. Und dann geht's hier los. Und ihr wollt natürlich den Tornado erstmal maxen und den Hurricane. Aber ihr müsst dann, wenn ihr jetzt Level 38 seid und umskillt, dann müsst ihr nicht alle Skills bereits nutzen. Denn ihr wollt ja dann mit jedem Level up einen Punkt in Hurricane und in Tornado machen. Also wenn ihr Level 38 seid, ich glaube, das ist ja hier ein Level 24 Skill, dann habt ihr da irgendwie, ich sag mal so 14 Punkte schon drin, so in der Art, und einen Punkt in Hurricane. Und wenn ihr jetzt anfangt, alle Skills, die ihr noch habt, in die Synergien zu klatschen, dann könnt ihr dann bei einem Level up nicht mehr beide skillen. Also ihr wollt irgendwie so 8 oder 10 Skillpunkte euch einfach übrig lassen, damit ihr bei jedem Level zack, 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 zack machen könnt. Das ist dann Level 20 und ab dann habt ihr eh immer einen Punkt pro Level und das geht in Hurricane. Und wenn die beide gemaxt sind, dann nehmt ihr als erste Synergie, das ist jetzt so ein Ding, der Hurricane wird vom Schaden nicht besser, wenn man die Zyklonrüstung levelt, aber der wird in der Dauer länger. Und die Dauer ohne Synergie ist nur 12 Sekunden. Tornado bekommt von allen dreien Schaden. Das heißt, als allererstes werde ich immer die Zyklonrüstung machen. Und ich habe hier auch schon ein paar Punkte drin, bevor die gemaxt sind. Also wenn ich Level 38 bin beim Umskillen, dann habe ich ungefähr, wie ich ja gesagt habe, so 8 Skillpunkte übrig. Aber ich mache da trotzdem auch schon welche in Zyklonrüstung. Denn wir haben ja gerade gezählt, 1, 2, 3, 4, 5 Skills. Dann hatte ich irgendwie so 14 Skills in Tornado, das sind so 19. Dann 1, 2, 3, das sind 23 und ihr habt ja viel, viel mehr Skills. Das heißt also, ihr könnt schon über 10 Punkte in Zyklonrüstung haben. Dann irgendwie diese 15 Tornado, einen Hurricane. Dann macht ihr hier immer abwechselnd. Aber dann ist die Dauer halt wenigstens schon höher. Und Zyklonrüstung absorbiert Elementarschaden.
und ist richtig, richtig krank. Deswegen maxe ich immer erst die Zyklonrüstung und danach dann den Twister. Und wenn ihr dann High Level seid, würde ich alles, was übrig ist, in den Eichbaumweiser pushen. Und das war's. Und mit dem Druiden könnt ihr komplett durch Hölle durchziehen und dann auch Chaos Sanctuarium farmen ohne viel Items. Also komplett self-found. Das sind also für mich extrem gute Charaktere, um solo eine Ladder zu starten, weil die alle komplett self-found ohne Traden spielbar sind. Einfach nur durch die Runenwörter Geist, Überlieferung, Tal-Ed, also das war Stealth, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Habe ich vergessen. Und Ral-Ortal, Schwur der Ur an, das Schild. Mit diesen vier Runenwörtern könnt ihr halt komplett durch Hölle durch und in Albtraum Akt 1 immer nochmal bei Geet euch Schuhe und Handschuhe shoppen. Da gibt es halt immer richtig gute Sachen und manchmal hat man auch einen richtig guten Gürtel mit vier Reihen dort. Ja, das ist das. Ich zeige euch dann nochmal einen Parler und eine Zauberin von Level 1 auf 70. Da kommt noch eine Videoreihe. Und jetzt machen wir weiter mit Gruppencharakteren. Dort ist es nicht so wirklich möglich, so ein Ranking aufzustellen. Es gibt aber ein paar Charaktere, die schon wichtiger sind als andere. Ich fange mal kurz an mit einer Zauberin. Das ist ja eh wieder klar. Zauberin ist super gut, aber es gibt hier halt mehrere Varianten. In einer Gruppe kann man halt wirklich am Anfang drei oder vier Zauberin drin haben. Und ich mache eine Zauberin, die teleportiert. Das heißt, meine Aufgabe ist es zu teleportieren und ich werde dazu noch Statikfeld maxen. Um die Teleport-Sorg richtig zu spielen, mache ich tatsächlich einfach Punkt in Teleport, so früh es geht, also mehrere, damit das billiger wird und ich halt wirklich sofort durchteilen kann. Ab dem Moment, wo ihr gute Mana-Tränke habt, ist das eh egal, weil die genauso viel heilen, wie ihr beim Teleportieren benötigt. Das heißt, mit den guten Mana-Tränken könnt ihr immer durchteleportieren, auch wenn nur ein Punkt drin ist. Ihr müsst halt Tränke saufen ohne Ende. Aber trotzdem mache ich hier ein paar Punkte in Teleport rein. Und dann maxe ich aber Statikfeld. Denn in der Gruppe gibt es halt nichts Geileres, als eine Sorg zu haben, die einfach permanent Statikfeld nutzt und damit den gesamten Screen trifft. Und das ist einfach ein genialer Skill. Die neuen Speedrunner, die werden jetzt aber tatsächlich sowieso Nova-Sorgs spielen in der Gruppe. Also Mr. Lama zum Beispiel Weltrekord, da waren dann drei Zauberinnen drin und zwei davon haben einfach Nova geskillt, weil das jetzt wirklich den meisten Schaden macht. Ich weiß nicht, ob das auch vorher schon so war, aber jetzt nach dem Patch sind das tatsächlich alles Zauberinnen, die Nova hochskillen und da brauchst du ja sowieso Statikfeld, weil das die Synergie für Nova ist. Das heißt, am Ende sind das sogar irgendwie alles jetzt Statikfeld-Sorgs. Aber natürlich ist der Alternativbild einfach ein Blizzard-Bild. Also in der Gruppe könnt ihr auch eine ganz normale Blizzard-Sorg sein. Blizzard maxen, die Gehältebeherrschung maxen. Manche sagen hier 17 Punkte reichen, dann hast du minus 100. Aber ganz viele Monster haben mehr als 0 Kälteresis und dann lohnt es sich auch hier mehr als 17 Punkte drin zu haben. Und dann natürlich die Synergien hochziehen. Ein Punkt Eisrüstung, ein Punkt Wärme. Also Zauberin ist halt der Charakter für eine Gruppe. Und Feuerbilds würde ich aber nicht empfehlen in der Gruppe. Also schon entweder die Nova oder die Blizzard-Sorg. Oder halt eine reine Teleport-Sorg, aber die kann halt dann genauso noch auf Nova gehen. So, das ist das. Jetzt noch sehr nützlich in so einer Gruppe. Hier geht es natürlich darum, den Schaden zu maximieren. Und wie maximiert ihr jetzt den Schaden von den Zauberinnen? Natürlich durch einen Paladin, der einfach die Verurteilungsaura skillt. Also in eurer Gruppe sollte immer ein Paler sein, der einfach diese Aura hier auf 20 pusht. Der muss nichts machen, außer diese Aura auf 20 pushen und natürlich die reinnehmen. Es muss nicht ein Paler sein, der jetzt den Hammer maxt, denn der Schaden eurer Gruppe wird steigen, indem der einfach nur Verurteilung drin hat. Ich bin komplett blind, hier ist sie. Und auch wenn der Hammerdien selbst nicht davon profitiert, profitieren halt alle eure Zauberin oder Assassinen oder was gibt es noch für Elementarschaden, fällt mir gerade nicht ein. Und das ist deutlich besser als einen Konzentrationshammerdien zu haben. Ihr könnt aber mehr als einen Paler in der Gruppe haben und das ist auch üblich. Das heißt, einer der Palers geht auf Verurteilung und der kann dann auch durchaus jetzt einfach Himmelsfaust skillen, weil das ja richtig geil ist und ihr da jetzt nicht so viele Level braucht. Moment, wir machen hier nochmal so einen Skill. Das heißt also, wenn ihr
Verurteilung gemaxt habt als Hammer, als Gruppenpaladin, dann habt ihr immer noch, ich sag mal auf Level 60 oder so, ihr habt viele Skills übrig und ihr könnt dann auch einfach Himmelsfaust noch maxen und dann den Heiligen Blitz als Synergie dazu. Das sind insgesamt jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 45, das sind 50, das sind 70 Skills. Mit den ganzen Quests habt ihr die dann irgendwie auf Level 60. Und für Balrogs könnt ihr ja auch dann mit Himmelsfaust dabei sein. So, und dann könntet ihr halt noch einen klassischen Hammer in der Gruppe dabei haben. Den muss ich jetzt eigentlich nicht nochmal zeigen. Aber naja, also einen klassischen Hammerdien in der Gruppe mit gemaxter Konzentration und den ganzen Hammer-Skills, gesegnete Führung und Gedeihen. Das ist natürlich auch super. Der Hammerdien bringt halt dann auch was dadurch, dass er Gedeihen für die Gruppe drin hat. Das heißt, in der Gruppe würde ich definitiv alles in Gedeihen pushen und nicht in die gesegnete Führung als Synergie, weil ihr wirklich auch dann an vielen Stellen lauft. Die Zauberin teleportiert zwar, aber ab und zu lauft ihr halt auch mal und dann ist es einfach geiler, wenn der schnell Gedeihen drin hat, ja, und dann einfach Full Hammerding geht. So, das ist also klar. Einen Conviction Parler in der Gruppe und einen Hammerding, das wäre optimal. Und dann gibt es aber noch ein paar nützliche Sachen. Natürlich, das ist komplett naheliegend, einfach ein Beobab. Ich sag trotzdem kurz ein paar Worte dazu. In jeder Gruppe ein Beobab wäre super, super wichtig. Auch für die Teleport-Zauberin. Also Kampfbefehle natürlich maxen. Der Beobab, der muss keinen Schaden machen. Also bitte jetzt nicht anfangen, hier irgendeine Beherrschung zu skillen oder so. Der Barb zieht einfach nur, der ist einfach nur ein Support-Charakter, der die Gruppe supportet und der muss gar nicht zuhauen. Was der Barb also dann noch Nützliches machen kann, ist natürlich auch den Schrei-Skillen, der Verteidigung gibt. Das ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Ja, Hauptsache Kampfbefehle sind hoch und die dauern 240 Sekunden. Da der E immer dabei ist, ist es auch nicht so wichtig, die Kampfaufruf mitzuleveln, damit das länger läuft. Könnt ihr aber trotzdem machen, ist aber echt nicht wichtig. Was halt nützlich ist, ist wirklich auch der Kriegsschrei, der Gegner betäubt, der Radius. Der nimmt aber nicht zu bei dem Kriegsschrei, der bleibt immer gleich. Nur der Schaden wird besser und die Betäubungsbedauer ein bisschen. Aber ihr nutzt den ja dann eh mehrmals. Aber das Problem ist halt auch hier, dass die Mana-Kosten immer weiter steigen. Der Kriegsschrei ist jedenfalls sehr nützlich bei den Balruns. Wenn ihr den korrekt in Welle 3 nutzt, wenn ihr an der richtigen Stelle steht und den sofort nutzt, dann nutzen die keine Hydras und dadurch wird die vierte Welle sehr, sehr viel schneller dann von Bal beschworen, damit der nicht... weil er dann nicht mehr warten muss, bis die Hydras weg sind. Also das kann richtig was bringen. Und tatsächlich könnt ihr auch Gegenstand finden, schon hochskillen. Am Anfang in den Balruns ist das ja so, dass Bal, wenn eine Gruppe tot ist, die Leichen wegmacht. Aber wenn die, wenn noch ein Monster lebt, bis dahin liegen da überall noch Leichen. Und es ist am Anfang ja nicht so, dass alles innerhalb von einer Millisekunde stirbt, sondern... ihr habt vielleicht schon so 2-3 Sekunden Zeit, bis die Welle tot ist. Und ihr könntet theoretisch so lange, bis das letzte Monster nicht tot ist, einfach Gegenstand finden, spammen in einem Ballrun. Und dann liegt wirklich alles voll mit Items. Das kann man machen, ist jetzt ein Vorschlag. Denn ihr habt halt eh nicht so viel nützliche Sachen in der Gruppe. Wenn ihr Vorschläge habt, was der Barb da noch machen kann für die Gruppe, um die zu supporten, dann raus damit. Allerdings wird er eh keinen Schaden beisteuern. Das ist schon mal klar, weil er da einfach sehr itemabhängig ist. Grausiger Schutz, könnte man vielleicht drüber nachdenken. Ob das jetzt was bringt in dem neuen Patch, das könnte man nochmal testen, ob das jetzt hier vielleicht eine Alternative ist, da noch so einen grausigen Schutz reinzustellen. So, das ist das. Und was fehlt in der Gruppe noch, was halt richtig geil sein kann? Ich würde sagen, alles ab hier ist eher optional, also Zauberin, Barb und Palas, daraus kann die gesamte Gruppe bestehen. Ihr könntet zum Beispiel 3 Zauberinnen oder 4 Zauberinnen und 3 Palas und einen Barb haben und dann seid ihr happy. 2 Hammerdiene, ein Conviction, also Verurteilungspaler, eine Teleport-Sorg und einfach eine Blizzard-Sorg, 2 Nova-Sorgs und ihr seid durch, ja. Aber ihr könntet auch noch eine Assassine zum Beispiel haben. Die macht auch einen Haufen Schaden und die macht vor allem auch im Schwierigkeitsgrad normal sehr viel Schaden. Das ist ja der, der am längsten dauert. Und dort kann die nämlich mit Feuerbombe schon sehr, sehr früh sehr viel Flächenschaden beisteuern und dann
mit der Feuerwelle geht es richtig rund. Also diese Falle hier, die ist somit der beste Damage im Schwierigkeitsgrad normal, den ihr bekommen könnt. Deswegen ist eine Assassine nützlich, die einfach nur hier das pusht und dann später umskillt auf Hölle und einfach den klassischen Todeswächter-Bild geht. Ich meine Blitzwächter und Todeswächter, also die beiden. Und natürlich hier die, ich glaube Todeswächter, ich weiß gar nicht, ob ich den maxen muss. Da ich selbst selten Assassinen spiele, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ob ich erst die Synergien hier maxe oder erst auch den Todeswächter. Aber da wir Conviction Parler haben, wäre meine Vermutung, erstmal komplett die Synergien maxen, weil hier der Blitzschaden vermutlich die höhere Schadenskomponente sein wird. Ganz wichtig ist hier noch der Temposchub. Also auch im frühen Spiel wollt ihr hier Punkte reinhauen, weil das euch Angriffsgeschwindigkeit gibt und dadurch die Fallen schneller platziert werden können. Also das ist ein ganz wichtiger Skill, den ihr auf jeden Fall mit beachten müsst, damit ihr immer wieder eure 5 Fallen so schnell es geht rauspusht. Ja, und jetzt noch der letzte Charakter, der für eine Gruppe erwähnenswert ist. Auch Mr. Lama in seiner Speedrun-Gruppe hat einen Necro drin, also ist der schon sehr relevant. Natürlich wegen dem Fluch Widerstandsschwund. Also das ist eigentlich so der einzige Grund, warum der Necro in der Gruppe richtig geil sein kann. Je mehr Zauberinnen ihr habt und je mehr Assassinen ihr habt, desto geiler ist das halt auch Widerstandsschwund dabei zu haben, um einfach die Resis noch weiter zu senken. Mehr gibt es aber dazu jetzt nicht wirklich zu sagen. Also der Necro kann natürlich auch Kadaverexplosion maxen, verstärkten Schaden. Ne, den muss er nicht maxen, das nehme ich zurück. Das ist 10 Level oder so reichen für den Radius. Aber der kann dann auch einfach Kadaverexplosion maxen, weil die Level unabhängig, also der Schaden, der ist immer krass. Also 70-120% bleibt gleich. Aber in der Players 8 Gruppe nimmt Kadaverexplosion halt stark ab. Deswegen wird der Necro nicht viel Schaden beisteuern, sondern wirklich nur einfach durch den Fluch Widerstandsschwund den Schaden der Gruppe enorm boosten. Das ist das, was ich jetzt hier eigentlich sagen wollte. Mehr habe ich in dem Video nicht. Amazone, ich kann noch was zu denen sagen, zu denen ich nichts gesagt habe. Und zwar Amazone, die finde ich sowohl in der Gruppe nicht so wirklich effektiv. Da gibt es halt einfach bessere. Und auch Solo finde ich die nicht so gut, weil die echt schon unangenehm zu spielen ist in Hölle. Es gibt natürlich mit jedem Charakter ein Mittel, wie man da durchkommt, aber Amazone gehört einfach nicht so in meine Top 3 und die würde ich nicht am Anfang, wenn ich alleine spiele, als ersten Charakter machen. Die kann natürlich dann Kau-Level super farmen, aber dann muss ich ja auch erstmal Baal killen und das ist echt, ist nicht so angenehm. Und der Barb ist auch Solo noch viel, viel schwerer durchzubekommen durchs Spiel. Also ein Barb ist ausschließlich für eine Gruppe geeignet und dann hofft der Barb halt dort einfach ein paar Items zu bekommen in der Gruppe und dann kann er halt irgendwann Travi-Runs machen, aber dann braucht er halt echt ein bisschen Gear. Allerdings gibt es jetzt ja durch das neue Runenwort und so, da gibt es jetzt Möglichkeiten, wie auch der Barb mit weniger Budget dann schon Travi-Runs machen kann, aber für Solo würde ich einen Barb niemals empfehlen. Jo, damit ist das Video vorbei. Ich hoffe, es war irgendwas Nützliches dabei. Ihr könnt ganz gerne euer Feedback teilen, eure Builds teilen und so weiter, was ihr da so immer am Anfang der Ladder macht. Und ich freue mich schon extrem. Haut rein.